Willkommen bei J. Carlos Place. Also wir sind mal wandern diesmal mit Hund und Kleine und Frau. Jetzt haben wir eine neue Stelle gefunden. Das war ein kleiner Brunnen, das hört man vielleicht im Hintergrund plätschern. Und hier sieht man so einen Briefkasten. Das war jetzt weiter oben, das war hier so drüber. Ich habe das jetzt nur hochgemacht wie im Video. Und hier ist ein Schlüssel. Aber jetzt drehe ich erstmal die Kamera um. Jetzt habe ich mal die Kamera umgedreht. Hier sieht man noch einen Briefkasten. Da kann man mal lesen, was da drauf steht. Und hier ist ein Schlüssel. Den kann man hier aufdrehen. Aufschließen. Und aufmachen. So, und hier steht ein Schnaps drin mit Gläschen. Hier ist der Sam. Und hier sieht man einen Brunnen. Hier. Eine Quelle und hier eine Tasse zum Wasser trinken. So, dann machen wir das wieder zu hier. Wir trinken leider keinen Schnaps. Sam hat wieder Spaß im Matsch und im Wasser hier rumzuspielen. Und hier ist meine Frau mit dem Kleinen. Und Naomi ist auch dabei. So, dann gehen wir mal kurz an den Brunnen. Hier ist die Tasse. Und hier kommt das Wasser runtergelaufen. Hier rein. Das ist leider dreckig, weil Sam Wasser gespielt hat. Schönes grünes Moos. Können wir mal die Kamera unter Wasser halten. Mal das Wasser rein. Jetzt ist ein bisschen verschwommen, weil die Kamera nass ist oder anläuft, eins und beiden. Ja, mit dem Finger drüber. So, und da müssen wir jetzt runter, aber ich sehe hier auch keinen Weg mehr, aber ich glaube, da drüben geht der Weg weiter, wieder runter. Blöde ist, ich habe hier einen Kinderwagen dabei, das ist schwer mit dem Kinderwagen. Ah nein, das sieht man ja, da geht der Weg weiter hier entlang. Wir wollen an den Siebenbrunnen. Wenn wir wieder da am Siebenbrunnen sind, bin ich natürlich wieder da. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter runter und ich habe hier ein Wildschwein, kein Labrador. Der hat sich hier drin gewälzt, wie ein Wildschwein. Also das müssen wir da mit dem Kinderwagen drüber kommen, aber das werden wir schon schaffen. Die Frau hat ja den kleinen Arm, also hebe ich den Kinderwagen einfach da drüber. Das seht ihr, das ist ein Wildschwein, das ist kein Hund. Jetzt sind wir noch so circa 2 Stunden gelaufen. Hier ist ja, sind wir unten, hier meine Frau mit dem Kleinen. Hier ist der schöne Wald, tief im Wald sind wir. Kann man ja schön hier sehen. Hier ist der Sam. Und da hat sich der Jäger was Kleines gebaut. Kann man schön sehen hier. So, dann laufen wir jetzt mal weiter. Der Siebenbrunnen ist ungefähr noch 3,9 Kilometer weg. In dieser Richtung, wo die Kamera jetzt ist. Also, ja, haben wir es ja gleich geschafft. So, jetzt sind wir am Siebenbrunnen. Sind wir gleich da. Das Sam weiß schon, der riecht das schon. Sam, geh Wasser. Geh Wasser. Weg ist er.
Hier ist eine schöne Sitzmöglichkeit, ein bisschen Wiese. Hier hat mal einer Feuer gemacht. Und ich höre das Wasser schon plätschern hier unten. Hier ist der Namen. Hier ist schön grün alles. Und Sam war schon im Wasser. Hier kann man sehen, hier ist der Stein. Warum der Siebenbrunnen heißt, ist, weil sieben Wasser, da, das fehlt leider schon, aber hier. Sam, geh mal raus. Hier sind auch überall Molche im Wasser. Mal gucken, wenn ich einer eigentlich sehen kann. Hier unten ist einer. Hier, genau hier. Unter meinem Finger, seht ihr den? Das sind Molche, Junge. Hier sind auch große Molche drin. Hier sieht man schön die Datum und alles hier draufstehen. Tief, tief im Wald sind wir jetzt halt. Waren wir mal unter Wasser. So. Wenn euch das Video gefallen hat und noch öfters so Wandervideos kommen sollen, lasst Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, hier oben den Button drücken. Bis zum nächsten Mal.